Hallo Leute, für mich war es mal wieder Zeit, Urlaub zu machen. Bin ins Kleopatra gefahren nach Bacardi in Bayou Garda. Und das Motel wollte ich euch gerne mal vorstellen. So, dann kommt man mit rein. Vorher erstmal vorweg, da vorne kann man losfahren mit den Quads, falls ihr so eine Quad-Tour bucht. Hier vorne rum kommt man zu den Sportanlagen, die zeige ich euch nachher noch. Wir gehen jetzt erstmal vorne in den Eingangsbereich. In den schönen Eingangsbereich, sagen wir es mal so. So, jetzt sind wir drin. Wir gehen jetzt hier vorne mal rum, rechts. Wie ihr schon gesehen habt, ist auf der rechten Seite die Rezeption. Hier vorne ist die Gästebetreuung. Wenn man hier vorne weiter runter geht, den Gang. Jetzt hinten ist ein Geldwechselautomat und die ganzen Unterlagen von den Reiseanbietern. Wann Abholzeiten sind, Ausflüge, was man machen kann. Wir gehen mal als erstes raus, damit man den schönen Ausblick genießen könnt. So. Ich hoffe, das geht mit der Sonne, dass es nicht zu doll blendet. Ihr müsst euch auch nicht wundern, dass nicht so viele Leute hier sind. Wir haben es kurz vor 7. Da schlafen die meisten noch. So. Heute ist ein leichter Wind. Gestern hatten wir 38 Grad, war gefühlt 45. Kein Wind. Ja. Wenn wir jetzt hier ein Stück weiter runter gehen, kommen wir zu den Amphitheater. Das kann ich euch nur empfehlen. Jeden Abend um 19.30 Uhr sind hier Vorstellungen. Entschuldigung, nicht 19.30 Uhr, 21.30 Uhr sind hier Vorstellungen. Die geben sich sehr viel Mühe. Auch die Tage, wo hier wenig Wind war, wo es so heiß war, muss ich mir vorstellen, dass sie da unten auf der Bühne stehen und sich ihre Show machen und sich dahin abschwitzen. Leider sind nicht ganz so viele Leute da, aber es liegt daran, weil die meisten das auch nicht wissen. So, da unten ist das. Ich gehe nochmal ein Stück rum. So, kann man es besser sehen. Ich werde auch nochmal eine Show ins Internet setzen. Unter meinem Kanal, den könnt ihr gerne angucken. Also sind wirklich nicht schlecht, die Shows. Ich kann es jedem nur empfehlen. So, wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind wir wieder drinnen. Jetzt gehen wir hier vorne mal hin. Hier sind ein paar Sachen für die Kinder. Morgen. Wir können abends die Kinder ein bisschen spielen. Kostet natürlich auch ein bisschen was. So, hier vorne ist gleich eine Treppe, die werde ich nachher runtergehen, das werdet ihr dann schon merken. So, hier kann man Shisha-Pfeife rauchen, kostet leider auch was, aber das ist das einzige Restaurant, was das kostet. Alles ist ja voraussetzt gebucht, all inclusive. Ne? Hier vorne haben wir noch mal eine kleine Bar. Ja, trinkt ihr mal was. Abends immer auch sehr gut besucht. Aber nicht von mir, weil ich keinen Alkohol trinke. So. Wenn wir jetzt hier weiter runter gehen, kommen wir zu noch einer Bar. Wo abends findet hier auch dieses Kindershow statt, oder Kinder-Mini-Disco. Die findet hier vorne in dem Bereich statt. Immer 20.30 Uhr geht das los. So. Zeiten können sich natürlich zu Ferienzeiten ändern. Ne? Hier kann man abends dann auch noch mal schön Getränke kriegen. Hier vorne ist noch mal eine schöne Terrasse. Da gehe ich noch mal hin. Morgen. Also hier vorne ist das A la carte Restaurant. Die Italiener kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr lecker. Ne? So, hier kommt man raus. Hier ist eine schöne Dachterrasse. Hier werden auch öfter mal Sport, da seht ihr eine Leinwand, wenn zum Beispiel Fußball spielt,
ist oder irgendwas übertragen. Weltmeisterschaft wird übertragen auf der Leinwand. Hier kann man auch noch mal schön gleich alles sehen. So, das solltet ihr ein bisschen lesen. Das ist wirklich eine sehr schöne Anlage, sehr weitläufig. Falls jemand Angst hat, nach Ägypten zu kommen, ich kann es jedem nur empfehlen, auch zu Mitgliedern sind. Es ist sicher hier, ihr seid auch in eurer Anlage, hier kann keiner rein oder raus. So, jetzt gehe ich mal wieder zur Treppe. So, ich bin jetzt gerade die Treppe runtergelaufen. Hier vorne ist meine Shoppingmeile. Fotos kann man hier machen. Und hier ist der Eingang zum Hauptrestaurant. Jetzt als nächstes werde ich da vorne mal rausgehen und dann geht es da gleich weiter. So, wie ihr seht, bin ich gerade bei den Treppen runtergegangen, bei den Ausgang, bei den Hauptrestaurants. Hier starte ich gleich nochmal, aber ich will euch vorher nochmal eben den Kinderclub und die Disco zeigen. Erstmal plätschert das jetzt nicht, hier ist ein Wasserfall. So, jetzt gehen wir hier vorne runter. So, da wo ich jetzt hin zeige, da ist die Disco unter dem Theater. Da unten ist ein Eingang, da gibt es eine Disco. Wie es da drin aussieht, weiß ich nicht. Ich selber war noch nie da drin gewesen. Aber bestimmt super. So, hier ist das Paradies für den Kleinen. Für die Kleinen natürlich. Na, so sieht das aus. Ja, super, jetzt muss ich auch noch gerade jetzt ein Auto langfahren. Ach ja. Und schön mit Sonnensegel oben rüber. Ja. Hier kann man dann noch weiter. Hinterm Haus ist noch was. Das zeige ich euch auch noch mal eben. Kleine Dusche noch. Ich war da auch noch nie drin. Ich glaube, ich darf da auch nicht rein. Die Eltern natürlich schon, aber so. So, hier sind noch mal ein paar Spielsachen. Ja, das ist denn für die Kleinen. Jetzt starte ich wieder vorne beim Hauptrestaurant. So, jetzt sind wir hier vorne. Da war das oben. Hier ist das Hauptrestaurant. Jetzt gehen wir mal links runter. Jetzt gehen wir hier vorne gleich an den Pool vorbei, nicht an den Häuserblock. Da macht er einfach noch einen großen Bogen. Ich glaube, von hinten die Häuser wolltet ihr nicht so gerne sehen. Das Zimmer zeige ich euch nachher noch ganz am Ende des Videos. Hier ist halt die große Pool. Einer. Ich glaube, insgesamt sind es vier. Hier ist mehr so ruhig. Hier sind auch keine Animationen in diesem Pool. Ja, dieses Häuschen, was ihr da seht, da kriegt ihr eure Handtücher. Ihr kriegt eine Handtücherkarte. Ja, und die ersten haben schon ihren Handtuch ausgebreitet. Ist hier aber nicht so schlimm. Vom Publikum, es ist fast alles deutschsprachig. Das ganze Publikum. Ich würde sagen, wir haben hier fast nur Deutsche. Es sind natürlich auch ein paar russische Landsleute hier und Niederländer, Engländer, Franzosen sind auch mit dabei. So, jetzt gehe ich mal da vorne hin, wo der junge Mann läuft und dann geht es weiter. So, wie ihr jetzt gut sehen könnt, bin ich den Weg zu Ende gelaufen. Hier sind nochmal Unterkünfte. Das sind natürlich die schönsten Unterkünfte, die ihr jetzt hier seht. Es gibt natürlich auch welche, die nicht ganz so schön sind. Hier ist zum Beispiel der zweite Pool. Hier sind mehr Kinder. Da vorne sind auch die Pool, die zeige ich euch gleich noch. Ja, also hier wird es ein bisschen lauter. Lauter wird es auch jetzt gerade durch den Rasenmäher. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ist auch noch ein bisschen windig. So, hier macht der Pool nochmal. Hier ist nochmal ein zweiter Pool. Hier hatte ich auch schon mal ein Zimmer. Bin schon das dritte Mal hier. Also hier ist auch sehr ruhig. Und ist auch schön, weil diese kleine Einbuchtung hier ist. Das ist gut hier. Und hier ist nochmal so ein Häuschen, wo ihr Handtücher kriegt. Ist eigentlich an jedem Pool. Ja, ist an jedem Pool.
So, jetzt gehen wir hier nochmal ein Stück weiter runter. So, ich gehe jetzt mal in der Richtung. Dann mache ich die Tür an. So, das ist die Poolbar. Bin jetzt hier gerade noch ein Stück weiter runtergelaufen. Hier vorne habe ich zum Beispiel mein Zimmer. Sehr schönes, ich würde sagen frisch renoviert. Das roch noch leicht nach Farbe, wo ich gekommen bin. Sieht auch alles sehr neu aus. So, da vorne ist auch schon das Meer. Wer natürlich hier hinten natürlich den Blick aufs Meer hat, hat natürlich ein richtig schönes Zimmer erwischt. Aber ich denke mal, da muss man schon was auf den Tisch für legen oder schon ganz oft hier gewesen sein, dass man so ein Zimmer kriegt. Ne? So, da ist diese Poolbar. Da findet auch in à la carte Essen statt. Einmal pro Aufenthalt. Also wenn ihr 2 Wochen da seid, habt ihr sogar 2-mal die Möglichkeit, da zu essen. Schmeckt sehr gut. Fische sich hier und sagt. Also mir hat es geschmeckt. So. Die Holzhütte hier vorne, da könnt ihr euch umziehen. Vorne ist eine kleine Dusche. So, jetzt gehen wir hier. Hier vorne finden Animationen statt. Yoga. Volleyball, Fußball, je nachdem, wozu ihr Lust habt, wenn ihr Lust habt und nicht so faul seid wie ich. So, das ist nochmal die Schwimmbar. Ich hoffe, dass der Ton nicht zu leise ist, dass ihr mich gut verstehen könnt, weil es ist auch noch ein bisschen windig hier. Und ich gehe jetzt mal da vorne in der Richtung. Pool Nummer 3. Hier finden Animationen statt. Man sieht da auch schon so ein kleines Tor, Wasser. Ja, hier haben wir nochmal einen Blick. Ach, wenn man da vorne jetzt guckt, da ist so eine Holzhütte. Wenn ihr Kitesurfen wollt oder Paragliding, müsst ihr da hingehen. Man sieht leider sehr, sehr wenige, die sowas machen. Ich glaube, es hat mit den Preisen zu tun. Man könnte die natürlich vielleicht ein bisschen runterschrauben. Was machen, wenn ich jetzt richtig mitgekriegt habe, die extra 3 Wochen mit. Und die sind leider von den Preisen her sehr weit hoch angesiedelt. Mal jetzt das ganze Stück weiter runter. Achso, die Zimmer da sind natürlich auch richtig genial. Richtig schön Blick. Habe ich leider noch nie einen gehabt. Vielleicht habe ich aber immer Glück. Wir sind immer so richtig. Richtig schön. Richtig toll. Ehrlich gesagt. Das ist einmal schon der Strand. So, das ist hier die Garten. Gartenlandschaft hier. Da müsste ich mal schon, es ist auch morgens um 7. Ich bin eigentlich noch total müde, filme das jetzt hier. Deswegen verspreche ich mich vielleicht aber das eine oder andere Mal. So, jetzt kommen wir zu einem Gebäude. Ich würde nicht sagen Erwachsenenhotel, aber das ist nochmal ein zusätzliches Hotel von Cleopatra. Hier haben wir auch nochmal einen separaten Pool. Waterfront. Separates Restaurant. Da können ich zum Beispiel auch drin essen, aber ich musste bezahlen wieder. Und ich bin der Meinung, die haben das dann halt umsonst, weil das mit zu denen im Hotel gehört. Und die haben auch hier gleich einen eigenen Bereich, den da vorne sind. Das erkennt ihr nachher auch an den Handtüchern. Ich glaube, woran schauen das jetzt? Ja. Mal sehen. So, wie ihr seht, bin ich jetzt noch ein ganzes Stück weiter gelaufen. Jetzt bin ich hier vorne bei den Extra-Treibern. Ja, sehr schöne Abläufe hier bei denen. Ich persönlich finde die zu teuer. Manchmal braucht man gar nicht so weit gehen. Und dann gibt es die nächste Tauchbasis, wo man tauchen vielleicht könnte. Nur so als Tipp. Die machen das genauso gut. Ja. So, ich glaube, Sheriff lässt uns nicht auf den Steg. Ist noch ein bisschen zu früh, sagt er. Hier ist mal hin. Dann werde ich das Bildmaterial dann nachher einfügen. So, jetzt gehen wir da vorne mal durch die Sonnenbuchtung. Und da geht es dann weiter. So, wie ihr seht, bin ich gerade auf den Stegang gekommen. Ich gehe jetzt gleich hier vorne links runter. Da seht ihr den Einstieg der Taucher. Und anschließend gehe ich dann rechts runter, wo die Boote jetzt sind. Und dann könnt ihr es so ein bisschen sehen und genießen. Ich werde jetzt gar nichts weiter dazu sagen. Guckt einfach euch das an.
Treppen, die es hier gleich runter geht, da gehen die Taucher rein zum Hausriff. Hier sind noch ein paar Pontons. So, jetzt gehen wir zu den Booten. Jetzt gucken wir hier nochmal im Wasser. Hier war für einen Blaupunktrochen. Da, da seht ihr den noch. Da ist er. So, jetzt gehen wir. Das sind die Boote, wo die Taucher mit rausfahren. Ich war jetzt schon dreimal da und dieses hübsche Boot, was hier steht, habe ich noch nie in Bewegung gesehen. Die anderen ja, aber das irgendwie noch nie. Vielleicht ist das nur für die Reichen. So, hier vorne ist ja nochmal der Einstieg zum Schnorcheln. Hier kann man schön schnorcheln gehen. Was haben die hier denn schon wieder gemacht? So. So, wie ihr jetzt gut seht, bin ich auf den Rückweg, auf den Steg. Da vorne seht ihr noch Einkaufsmöglichkeiten. Da könnt ihr ja noch ein paar Sachen kaufen, braucht ihr nicht ein Globetrotter in den Einkaufsmöglichkeiten, weil die sehr teuer sind, geht ihr einfach dahin. Und da hinten könnte eventuell auch in den Hotel Stella noch eine Dive-Basis sein, die wesentlich günstiger ist als die extra Treiber. Ich war auch woanders gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht mal die extra Driver haben gesehen, wo ich hingegangen bin. Die konnten nicht mal guten Tag zu mir sagen. Fand ich sehr schön. Nicht einer hat mir gegrüßt. Naja, waren wohl ein bisschen angepisst. So. So, das ist ja der Treppenstein. So, hier haben wir gleich Pool Nummer 4. Der ist aber eigentlich nur für die Leute von diesem Hotelabschnitt. Die haben wir noch. Ich gehe da mal rein. Eine separate Rezeption. So. Ich werde jetzt da oben hingehen und weiter. Ja, wenn man da oben die Zimmer hat, hat man bestimmt noch einen schönen Ausblick. Aber wenn man weiter unten die Zimmer hat, bestimmt nicht mehr. Aber die Zimmer an sich, ich war jetzt, wie gesagt, das dritte Mal hier, alle sehr schön groß. Das jetzt da vorne, da sieht man, ich glaube, die haben richtig schönen Aufblick. So, jetzt werde ich diesen kleinen Berg nochmal klimmen. Oh, kann ja auch laufen gehen. Hier hatte ich auch schon mal ein Zimmer. Ungefähr in der Mitte war das.
War schön. Schönen großen Balkon. So, jetzt gehen wir da vorne mal weiter. Würde. Reingehen werde ich jetzt nicht. Ich zeige euch das von außen. Hier ist einmal nochmal eine schöne Gartenlandschaft. So. Beauty Salon, da war ich gestern gewesen, habe mir die Haare schneiden lassen. War gut. So. Die schlafen aber noch. Wir gehen am besten mal hier runter. Da oben könnt ihr es vielleicht sehen. Sports Area. Da gehen wir jetzt mal durch. Jetzt kommen wir zu der Sports Area. Mal gucken, ob wir die Bogenschießanlage eben sehen können. So. Hier haben wir einmal einen Fußballplatz. Da drüben sind Tennisplätze, das kann man gleich von oben noch besser sehen. So. Wir werden jetzt mal zu der Bogenschießanlage gehen. So. Jetzt gehen wir weiter ins Fitnessstudio. Gucken wir das Kopf schon auf. Oh, die sind aber schon mal hier drauf. Sind auch ganz gut ausgestattet. Ist klimatisiert. So. So, das soll es auch gewesen sein. Wie ihr seht, sind wir wieder vorne bei der Rezeption angelangt, bei dem Theater. Ja. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr den Eindruck gewinnen konntet, wie schön es hier in Cleopatra ist. Die Leute sind auch sehr nett, auch die Kellner. Ich kann es euch nur empfehlen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. So, jetzt kommt noch das Zimmer. Jetzt einmal das Bad. Bett. So, und hier geht's raus auf der Terrasse. So, das war's.